Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Donkey Kong 64 mit mir, dem Levitan 2. So, und damit haben wir das Intro beendet. So, wir sind weiter auf der Suche nach Bananen. Das wird so das übergeordnete Thema des heutigen Parts sein. Und ich glaube, anfangen werde ich mal hier hinten. Danke, Kamera. Ah, hier haben wir Donkey Kongs Feind. Perfekt. Mehr konnte ich doch gar nicht erhoffen. Einfach danke. Und die Blaupause. Die Münzen können auch nicht schaden. Upgrades braucht ja schließlich jeder. Lila ist Chunky, wenn ich will. Das ist jetzt die Farben wieder lernen. Und hier bräuchte man Tiny. Okay. Dann gibt's für uns hier hinten nichts mehr zu tun, bis wir... Ja. Schnell aufhalten, damit er uns nicht nerven geht. Ja. Es war mir sowieso klar, dass wir hier irgendwann zurück müssen, wenn wir die ganzen Kongs haben. Ich denke aber, ich werde auch, bevor ich in die... Sagen wir es so, ich werde dieses Level jetzt so weit abschließen, wie ich möchte und kann. Genau, jetzt die nehmen. So weit abschließen, wie ich möchte und kann. Und dann werden wir quasi dieses Level nicht mehr betreten, bis wir alle Kongs haben. Dann gibt's hier wieder. Also es würde ja schon wieder etwas zu tun geben. Ja, hier kann man rein. Aber ich habe noch beim Durchlauf vorhin hier noch Bananen gesehen. Welche ich natürlich auch haben möchte. Ja. Du Biber kannst mir nichts. Nicht wenn ich so durch die Welt gehe. Einfach lieb bleiben, Kamera. Okay. So. Gibt's ein paar Münzen für uns. Und dann noch zielen und die Bananen holen. Dankeschön. Ein bisschen mehr Bananen brauchen wir schon noch als die drei, also goldene Bananen. Ein bisschen mehr Munition wäre auch nicht schlecht. Und hier haben wir wieder Federn, also wäre das dann wieder was für Tiny. Das Nilpferd und das Schwein wollen wir noch nicht besuchen gehen. Hat noch nicht sehr viel Effekt. Ich glaube... Habe ich alle Leben? Ich glaube schon. Nee, hatte ich nicht. Okay. Umso besser. Dann müsste das nächste... Habe ich nicht zwei? Doch, habe ich. Z war's. Genau. Und jetzt können wir... Zu nah. Ach komm schon. Ich habe nicht unendlich Munition spielen. Ich weiß gar nicht, hat das ein Zeitlimit? Ich dachte, das hat ein Zeitlimit. Ah, und hier kommen wir dann rein. Genau, das ist ein Zeitlimit. Wusste ich's doch. So, dann, wo bist du? Hier oben. Holen wir uns noch schnell Munition. Und dann gehen wir in diesen Ameisenhügel oder was es auch immer sein soll rein.
Das ist nämlich eine Tür. Auch wenn es die Kamera kaum zulässt, sie zu finden. Hier. Das Waffenlager. Also komm ich. Ich sehe gar nicht, wo es hier lang geht. Holen wir uns ein paar Bananen. Ich glaube, ich habe mit Diddy schon mehr Bananen geholt als mit Donkey Kong. Nicht so. Dankeschön. Nein. Ich habe keine Ahnung, was jetzt vorhin passiert ist, aber ich fand es gerade nicht so cool. So. Dieses Summen nervt mich im Hintergrund. Glück gehabt. Von hier aus kann ich sie wohl nicht treffen. Hm? Und wo ging das Aufspiel? Okay, dort oben. Oh je, oh je. Ja, ja. Das war eine laute Pfeife. Wir aktivieren es halt einfach noch einmal. Weißt du was? Ich wette, ich kann es von der anderen Seite. Überall diese Hintergrundgeräusche. Sie irritieren. Diese Biene irritiert. Und zwar gewaltig. Sonst würden sie auch immer reinfliegen. Gott. Danke. Schwer genug zu kontrollieren. So, und nächstes aktiviert. Was auch immer gerade. Na, na. Okay. Wissen wir wenigstens, was aktiviert wurde. Blöde Bienen. So. Aber jetzt interessiert es mich auch noch, was dort hinten ist. Neben den Garten. Nein. Komm schon. Ich weiß, du kannst darauf. Dankeschön. Und jetzt hier hoch. Seht ihr? Das ist Diddy's Level. Ah. Da gibt es sich noch mehr. Nicht? Okay. Bei den Orangen muss man immer auf, also bei diesen Fettsäcken hier. Am besten einfach immer sofort die, Granaten benutzen. Und hip und okay hier. Hat er sich jetzt selbst erwischt? Ich weiß, wenn man sie in Ruhe lässt, dann okay, hier geht's nicht weiter. Hm? Vielleicht könnte ich rundum, aber ich glaube eher, dass ich hier hinein muss. Nope. So. Gute Nacht. Wäre jetzt noch cool gewesen, wenn er mir schon gemacht hätte.
Aber... Und dann... Nein! Dieser Knopf. Ist komisch, wenn man die ganze Zeit noch nach überlegen muss, welchen Knopf man jetzt drücken soll. So, jetzt haben wir eine langsame Geschwindigkeit hier. Ja, aber ich muss auch das Tor wieder aufmachen. Ah, dankeschön. Die Unverwundbarkeit werde ich gut nutzen. So. Könntest du... Ja, danke. So, das ist langsam fahren, macht schon um einiges einfacher. Und wir kommen auch hier hinein. Was uns nichts bringt im Moment. Oh, ich habe nichts gesagt. Okay, die erste Lorenfahrt. Ich habe mir gedacht, dass sie schon in diesem Level ist. Nein. Er hat mir die Münze gestohlen. Oder beziehungsweise wegen ihm konnte ich sie nicht nehmen. 50 Münzen. Ich hatte früher mit diesen Lorenfahrten immer extreme Probleme. Aber... Ja, genau deshalb. Weil ich immer von allem getroffen werde. Aber... Oh. Ja, es ist die erste Lorenfahrt, also wird sie schon nicht so extrem sein. Nein, einfach nur bremsen, dankeschön. War da nicht noch einer? Dann halt nicht. Ich dachte, da war noch einer. Und wohl, gib mir Münzen. Die Bombenfässer. Gut, ich habe fast 50. Jetzt sollte ich nur nicht mehr so viele verlieren. Und dann bin ich eigentlich okay. War's das? Nope, natürlich nicht. Ich habe genug. Ich kann es verkraften. Ach, was für eine Falle. Aber ich habe eh genug. Da müsstest du mich jetzt böse... Genau. Jetzt haben wir doch schon mal Gleichstand. So, okay, und anscheinend ist das hier bei der Lore. Ja, macht Sinn. So, dann die nächsten Bananen. Kriegen wir auch wieder mit Diddy und mit Donkey Kong eine. Nämlich, indem wir hier runtergehen und diesen Snide's HQ betreten.
Und Ausgang. Weil wir haben noch eine Blaupause mit unserem großen Freund. Nicht der größte Freund, aber großen Freund. Und wir können wieder raus. Die Blaupausen, auf denen sieht man im Moment noch nicht so viel. So, und was machen wir jetzt? Irgendwo muss es ja noch was zu tun geben hier, oder? DK hat noch am wenigsten gemacht. Also mit Didi habe ich, glaube ich, schon mehr gemacht als mit Donkey Kong. Ich sehe Bananen, aber viel mehr ist da auch nicht mehr. Ich glaube, ich kann hier noch die Leute verprügeln. Macht Sinn! Wie viel hast du eigentlich, Donkey Kong? 65. Ich glaube, das reicht auch bald. Also. So, gehen wir Leute verprügeln. Ich glaube, dann können wir im nächsten Part den Boss herausfordern. Boxende Biber! Gib mir die Heilung. Ja, das ist, wie ich einfach voll ausgebuht werde. Wie unfair, ouch. Die Biber boxen nicht einmal. Aha. Starke Leistung. Aber ich glaube, die Kronen bringen es echt nur für den Multiplayer. Glaube ich. Man mag mich korrigieren, falls ich falsch liege. Und, naja, wenn ich nicht falsch liege, dann hat ja nichts zu korrigieren. Ja, da hat es noch Bananen für Didi auf dem Baum. Ah, und dort sehe ich schon, wie es für mich weitergeht im Moment. Nicht so. Habe ich gar nicht so gewollt. Nein! An Lian schwingen ist mit dem Wii U Controller anstrengend. So. Münzen eingesammelt und Konzentrationsarbeit vom Feinsten. Nee, den hatte ich. Lüge! Noch einmal. Wir katapultieren DK so lange rum, bis wir es haben. Da gibt es nämlich eine goldige Banane zu gewinnen. Und ich will sie gewinnen. Nur... Ach, komm schon. Yeah. Keinerlei Spielraum. Dabei ist das hier noch das Einfachste. Ja, hua, diese Herausforderungen werden nicht einfacher.
Zum Glück verliert man nicht allzu viel Zeit, wenn man sie wiederholt nicht schafft. Und zack. Ah. Aber ich habe... Okay. Ich habe die Medaille bekommen, aber... Okay, keine Ahnung. Ich soll wiederkommen, wenn ich 15 Medaillen habe. Zack. Und zack. Warte mal. Jetzt fällt mir gerade noch auf. Ich habe noch eine goldene Banane vergessen. Ich glaube, ich habe die auf dem Dach mit Diddy gar noch nicht geholt. Verdammt! Kann ich so ja nicht gehen lassen, oder? Ja, das heißt, ich muss mit Diddy nochmal los. So eine einfach zu holende goldene Banane lasse ich da doch nicht einfach links liegen. Yeah. Warum auch immer ich die ganzen Wege rundum drücke. So. Vielen Dank und... zwei. Ja, ich denke, das reicht eindeutig, um beim nächsten Mal den Boss herauszufordern. Ich wäre überrascht, wenn ich es jetzt doch schon geholt hätte. Ich dachte, ich bin unten rausgekommen und bin dann nicht mehr... Oder bin ich hochgegangen? Ne, ich glaube, ich bin einfach zu Sneeds. Ja, dort ist sie doch. Hoch mit dir, du kleiner... Affe. Dann halt so. Und Nummer 5 auch aktiviert. Gut. Ja. Ja, geht unter Wasser. Du lässt dich unter Wasser einfacher kontrollieren als über Wasser. Danke. So. Ich glaube, dann für den ersten Boss brauchen wir sowieso Donkey Kong. Oh. Yeah. Gut, und dann würde ich sagen, fordern wir beim nächsten Mal den Boss heraus, sofern die kleinen Bananen reichen, was sie wohl tun werden, hoffe ich mal. Und ja, wir werden uns dann sehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, hoffentlich bis dann.